Hallo liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde. Mein Name ist Sven Schröder, ich bin Kräuterpädagoge und Obmann der Almenland Kräuterbauern. Derzeit darf ich 12 Kräuterbauern im Almenland repräsentieren, die alle mit sehr viel Herzblut ihre tollen Produkte produzieren. Nähere Infos zu den Produkten und zu den Kräuterbauern findet ihr unter www.almenland-kräuter.at. Wir durchleben alle momentan eine sehr schwierige Zeit und ich würde mich viel lieber mit euch persönlich unterhalten. Doch ist dies leider momentan nicht möglich, darum muss ich auf dieses Medium zurückgreifen. Ich bin darin natürlich kein Profi, deshalb möchte ich, dass ihr mir eventuelle Textwiederholungen oder Schnittfehler verzeiht. Ich hoffe, dass wir uns bald in unserem Kräutergarten hier persönlich zu einer Führung begrüßen dürfen. Im Anschluss seht ihr jetzt einen kleinen Film von der Sirupproduktion in Schröders Kräuterwerkstatt. Dazu findet ihr auch Infos unter www.almenland-kräuterwerkstatt.at. Ich werde in der nächsten Zeit versuchen, einige Kräuter mit kleinen Filmen euch näher zu bringen. Bis bald, euer Kräuter Sven. Willkommen bei den Almenland Kräutern hier in Schröders Kräuterwerkstatt. Heute zeigen wir euch, wie unser Lavendel-Rosenblütensirup gekocht wird. Aktuell seht ihr dort den Läuterzucker, Verhältnis Liter Wasser, Kilo Zucker. Dazu kommen jetzt die Rosenblüten, Lavendelblüten und Malvenblüten. Also die Farbe unseres Sirups entsteht rein durch die Farbkraft der Malvenblüten. So, hallo ihr Lieben, jetzt seht ihr hier auch die Produktion unseres Waldgartensirup. Dort drin enthalten sind Beerenblätter wie Brombeere, Himbeere, Brennnesselblätter, Ackerstiefmütterchen und Holunderblüten. Die Farbgebung erfolgt hier wieder durch die Malvenblüten und auch die Goldmelissenblüten. So, nachdem wir jetzt unseren Sirupansatz abgefiltert haben und aufgekocht, wird der heiß in Flaschen abgefüllt. Nachdem die Sirupflaschen jetzt abgekühlt sind, werden sie versiegelt und etikettiert. Unseren Sirup könnt ihr ganz normal als Verdünnsaft mit 6:1 oder 7:1 verdünnen oder probiert ihn einfach einmal mit Sekt oder Weißwein.